Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Aber selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie ihr bis hierher überleben konntet. War es Glück? Oder Vorsehung? Einerlei. Denn ihr werdet nicht länger überleben. Nehmt das! Aber selbstverständlich. Unglaublich, dass du das alles für uns getan hast. Als Außenstehende. Danke. Seid gesegnet. Seid gesegnet. Thank you.
Hast du das von Mareks Sohn gehört? Er ist irgendein Bastard auf Redlist. Muss das etwa beeindrucken? Wenn Al Eamon sich für ihn einsetzt, sollten wir das auch tun. Ihr seid zurück? Ich dachte, jeder mit nur einem Funken Verstand würde die unteren Märkte meiden. Der Kunde ist äußerst zufrieden. Kommt bald wieder. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Vom niedersten... Und nach all dem Schweiß, dem Blut und den Qualen war ihr Werk vollendet. Und die Welt bestaunte ihre Schöpfung. Die seinen Kindern grundlos Krei zufügen? Außerdem brät der Erbauer keine Sünder. Ich kenne den Gesang in und aus. Seid ihr ja. Ich wollte schon einen Suchtrupp losschicken. Ich habe von einem großen Tumult im Gesindeviertel gehört. Was genau ist dort passiert? Der Erbauer möge mir verzeihen, dass ich angesichts solch abstoßender Vorgänge tiefe Befriedigung darüber empfinde, dass Logan darin verwickelt ist. Wir müssen den Bürgerkrieg rasch beenden. Was die Verderbnis in diesem Land nicht vernichtet, fällt der Politik zum Opfer. Die letzten unserer Verbündeten sind in der Stadt eingetroffen. Es darf keine Verzögerung mehr geben. Ich gehe zum Palast und berufe das Landding ein. Stoßt zu mir, sobald ihr bereit seid, Wächter. Unbedingt. Ja. Wächter, die Situation überrascht mich nicht. Und Alistair, wenn ihr auch nur ansatzweise als Mareks Sohn anerkannt werden wollt, solltet ihr dann nicht bereits beim Landing sein? Ihr habt dieses Land zerrissen, euch meinem Herrn entgegengestellt und niemals zu verstehen versucht, warum er für Ferelden ein Volksheld ist. Aber glaubt nicht, dass ihr an mir vorbeikommt, um auch noch das Landing zu entehren. Der Adel von Ferelden wird meinen Herrn als Regenten bestätigen. Und der Spuk hat endlich ein Ende. Sobald ihr von der Bildfläche verschwunden seid. Ich hatte in letzter Zeit so viele Zweifel. Logan ist ein großer Mann, aber sein Hass auf Olay hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er hat schreckliche Dinge getan, ich weiß. Aber ich schulde ihm alles, was ich bin. Ich kann ihn nicht verraten, also bittet mich nicht darum. Ich hätte nie gedacht, dass die Pflicht einen so bitteren Beigeschmack hat. Haltet ihn auf, Wächter! Er darf nicht alles verraten, was er einst liebte. Bitte, habt Mitleid. Ohne Logan gäbe es kein Ferelden, das man verteidigen könnte.